Hallo Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 4, The After Years. Ja, wir sind hier mit Gekku und wir müssen jetzt hier ein bisschen was herum experimentieren. Gucken wir mal, was passiert. Schon wieder Mana und LP. Ja. Da geht es nach oben weg. Wir kennen das Gebiet ja. Wir waren ja schon mal gewesen. Nur eine Potion. Cool. Ne, wir waren ja schon mal gewesen und haben ja hier schon mal so ein bisschen uns umgeschaut. Ihr wisst ja noch meine Verirrungsgeschichte mit dem Grabstein. Ja. Wer seid ihr? Ich bin nur ein Reisender. Erhaltet sie. Rettet meine Brüder. Ich bin dabei. Versucht nicht zu sprechen. Danke. Vergib mir. Ich hoffe, du ruhst in Frieden. Gucken wir uns auch den anderen an. Tut mir leid. Aber ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Ich muss lebend nach Upland zurückkehren, egal was passiert. So, kannst du gerne machen. Eine Kreszenz-Axt. Ja, die gucken wir uns mal an. Vielleicht ist sie ja besser als das, was wir haben. Ja, wir verlieren aber Präzision. Machen wir. Ja, warum? Das machen wir. Das machen wir. Genau. Los, hüpf. So, gucken wir hier rüber. Hier ist nichts. Hier hoch. Hier rüber, hier runter. Stahlkopfpanzer. Ja, falls wir auf Kämpfe stoßen. Wir sind ja alleine. Ja, das ist eine Verbesserung. Plus 3 Abwehr und plus 5 auf Reflexe. Jawohl, das nehmen wir. Hier oben waren auch Kisten, glaube ich. Ja. Ein Kraftreif. Dadurch bekommen wir 5 Stärke, 2 Angriff, 10 auf Reflexe, 2 auf Magieabwehr und nochmal 2 Punkte auf Magiereflexe. Aber ich glaube, hier sind zwar gar keine Kämpfe. Ich könnte mal hoch. Doch, hier sind Kämpfe. Ich hoffe nicht, dass dieser blöde Drache kommt. Da habe ich gar keinen Bock. Ey! Schweinepriester. Ey, vorsichtig, ich bin sensibel. Bam! Ja, One-Hit-Wonder. So, dann komm, Gekku. Ja, und, wieder? Jawohl! So wird das sein. Ich würde mal interessieren. Nein. Das war hier runter. Ob der wirklich auch ob der auch irgendwas aushält. Ach, hier geht's doch irgendwie runter. Da versuchen wir nochmal hin zu. 4 Gegner. Gucken wir mal. Ninjutsu, was das ist. Brand. Einfach mal gucken. Obwohl, so viel Zeit für Experimente haben wir eigentlich gar nicht. Ja, okay, das hat schon gereicht. Aber das wollen wir jetzt gar nicht weitermachen. Wir gehen auf normale Angriffe. Weil wir haben nicht so viel Life. Ach Gottchen. Nein. Lass mich doch am Leben. Aua. Eine Runde können wir noch überstehen. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das machen wir gleich nochmal, weil, sonst. Das wird das. Ja, können wir gleich nochmal hinterher setzen. Bis wir so auf 200 noch was sind. Ja, das haben wir verloren. Können wir gar nicht mehr so Damage. Uiuiuiuiui.
Komm, lauf, 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 lauf. Daneben. Hui, 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 hui. Tiffy, 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 Tiffy. Das war aber... Boah. Also, wenn wir das nächste Mal so einen Kampf haben, dann, grüßt mir die Sonne, ne? Wie wollen wir da hoch? Was soll hier? Ja, ja, los. Hier rüber. Kiste. Eine High Potion. Ja, cool. Und wie kommen wir da hin? Ah, da. Ja, und gleich laufen. Aua. 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 Hui, hui, hui. Also gegen ein oder zwei Gegner kein Problem, aber gegen die, wir machen halt nicht so viel Damage. Na ja, gut, wir gehen mal hier weiter. Da geht's dahin, da geht's zum Safe Point. Ne, da wollen wir nicht hin, zum Safe Point. Wir wollen hier hoch. Dann gehen wir hier rum. Hier ist eine Kiste, die nehmen wir mit. Zelt, cool. Da geht's weiter. Ja, das machen wir auch. Da geht's wieder runter, das wollen wir nicht. Nee, 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 wir versuchen den normalen Weg zu gehen, ohne... Aua. Ja, und tschüss. Hinterhalt auch noch. Au, au. Da hätten sie ruhig ein bisschen mehr Life hinsetzen können. Und die machen nur ein Damage. Nein. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen Erfahrung kriegen. Ja, eine One-Hit-Wonder. Ja gut, dann machen wir das. Kritisch mit 1. Ah, das können wir ruhig machen. Ach, verdammt, ich vergesse den Timer zu starten. Verdammte Axt. Grüß mir die Hecke, ey. Ja, super. Aber draufgehauen. Wegmachen. Wo ist mein Wecker? Da. Nein. 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 Ja. Ja, würde ich mal sagen, machen wir auch ungefähr 5 Minuten. Dann müsste der Part auch zu Ende sein. Denke ich mir mal so grob. So, hier hoch. So. Da ist eine Kiste. Die nehmen wir mit. Ein Schuriken. Nein. Ausrüsten. Hä? Wieso kann ich ja nicht ansehen? Gucken wir mal an. Kann nur mit Werfen benutzt werden. Achso. Oh. Das wäre ein Item zum Anlegen. Bitte kein Kampf. Ah, Gott sei Dank. Ah, eine Kiste, da müssen wir hin. Eine High Potion und ein Kampf. Ja, komm, das machen wir jetzt aber mal. Jawoll. Haha, Blindfisch. Oh nein. Komm, 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 Forrest, komm. Ja, das überleben wir aber diesmal. Na los. Nein. Na gut. Problem ist, wir haben nur eine High Potion. Und das wäre eine derbe, aua, Verschwendung. Komm, fall um. Gut. Irgendwie sieht der komisch aus mit seinen dünnen Stümpfchen. Ja, drei Schuster. Da lang. Und gucken, wo es hier hochgeht. Da geht's hoch.
Guck mal, wie eine Kiste ist. Nein. Oh, jetzt geht's geschichtlich weiter. Oha. Warum besteht ihr darauf, mir zu folgen? Was hast du erwartet? Wir müssen unsere Brüder rächen. Tut es nicht. Rächen? Genau. Unverständlich. Wie bitte? Eure einzige Chance aufzugeben, das hier zu überleben. Sie hat recht, werft euer Leben nicht so voreilig weg. Als Mönche von Fabul haben wir eine Ehre zu verteidigen. Ehre. Ehre? Von so etwas habe ich noch nie gehört. Unsere Ehre ist unser Stolz. Der Stolz von Fabul. Pappfiguren. Was ist es, das dafür sorgt, dass ihr so leidenschaftlich sterben wollt? Es ist noch nicht vorbei. Gebt die Hoffnung nicht auf. Durchhalten, Gekko, durchhalten. Ja! Was für eine Verschwendung. Der Start des interdimensionalen Aufzugs verläuft allmählich nicht mehr planmäßig. Interdimensionaler Aufzug? Mönche von Fabul, ich weiß nicht, wie ich mich bei euch entschuldigen soll. Aber auch ich habe eine Ehre zu verteidigen. Die Ehre von Eplan. Ich werde später dafür büßen, sobald ich meine eigene Ehre bewahrt habe. Ja. Vollmond, jawohl. Welchen Charakter möchtest du spielen? Das werden wir in der nächsten Folge sehen, wenn es ja wieder heißt, ja, Final Fantasy, juhu! Danke fürs Zuschauen und mal gucken, was ihr dazu sagt und ob ihr Daumen gebt. Ich würde mich freuen.